Moin Leute, diesmal zeige ich euch, wie man ein Nesa-Portal baut, beziehungsweise ein Portal in die Hölle. Dazu brauchen wir Obsidian. Obsidian kommt nicht natürlich vor. Ihr braucht jetzt nicht unbedingt mit den Eimer die Lava zu setzen, ihr könnt es halt auch irgendwo in Höhlen oder so finden, teilweise auch an der Oberfläche. Und wenn ihr über diese Lava-Quellen, wo ich jetzt gerade diesen Lava-Eimer ausgekippt habe, wenn ihr da jetzt einfach Wasser drüber gießt, dann wird daraus Obsidian. Jetzt habe ich ja das ganze doofe Wasser, jetzt machen wir eben weg. Alles, was keine Lavaquelle ist, sondern wo es einfach nur wegfließt, das wird dann halt zu Cobblestone. So, jetzt wo wir es gerade schon hier gesetzt haben, das Portal bauen wir, bauen eine Grundfläche von 4, beziehungsweise ihr braucht die Ecken, soweit ich weiß, eigentlich nicht, also die unteren Ecken. Aber auf jeden Fall muss dieses ganze Gedönse 3 Blöcke hoch sein. Also den Innendurchmesser meine ich jetzt. Der Innendurchmesser 3 Blöcke hoch und 2 Blöcke breit. Da habe ich einen falsch gesetzt. So, jetzt haben wir halt eben diesen Rahmen für das Portal. Jetzt müssen wir das natürlich noch zünden. Dazu haben wir dann hier unser Feuerzeug. Das Feuerzeug baut sich ganz einfach aus dem Flint bzw. Feuerstein und links oben davon einfach einen Eisenbarren. Wenn wir dann unser Feuerzeug haben, wir können halt quasi überall damit hier Feuer setzen. Hier auf Sand geht es natürlich nach einer Weile aus. Wir können es auch einfach mit einem Linksklick wieder aushauen. Wir wollen ja nicht hier noch irgendwie in Brand stecken. Und ja, einfach einen Rechtsklick in dieses Portal hier hinein. Und ja, schon haben wir diesen kleinen Partikeleffekt und damit ist das Portal gezündet. Wenn wir jetzt hineingehen, Leder ganz kurz. Und wir finden uns in der Hölle wieder. Hier ist natürlich auch nicht allzu angenehm, aber so leicht baut sich eben das Nesa-Portal. Danke fürs Zuschauen